In dem Raumhafen Mos Eisley gibt es eine Elite-Rebellenzelle. Wir sollen alle ausschalten oder festnehmen, aber sie sind schwer bewaffnet und bereits gewarnt. Es gibt Allianztruppen, die unsere Ziele evakuieren wollen. Wir müssen die gesamte Ansiedlung abriegeln, beginnend mit dem Schrottplatz und der Kantina. Wir identifizieren die Leichen danach. Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Star Wars Battlefront. Yeah. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen im galaktischen Angriff auf. Auf. Da oben. Alter, da stehen so viele Geschütze. Stationiere Geschütz. Keine Ahnung. Au. Oh, Alter, du siehst ja hier gar nichts. Da oben. Ach, dieser Fusion-Typ, ey. Alter. Er ist echt ein guter Spieler. Der ist immer bei den Gegnern auf Platz 1 drin. Oh, das kann doch nicht wahr sein, doch, wollte ich sagen. Verstärkung zur Kantina. Wir sind doch bald fertig. Heiß. Das reicht für die Kantina. Sie ist unter Kontrolle. Alle Trupps zum Schrottplatz. Her. So nicht, mein Freund. So auch nicht. Versucht er mit so einem Speeder gegen mein AT-ST anzugehen. Wie komme ich denn dahinter? Geh mal außen rum. Versucht er ernsthaft mit zum Speeder gegen mein AT-ST anzugehen? Was ist das denn? Nice Suicide Kill, Captain Rex. Stärkung trifft jetzt ein. Aua, 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 aua.
komme gerade hier nicht weg. Ich hänge hier gerade irgendwo fest. Das macht gerade sehr viel Spaß. Kill Assist. Nimm den Schrottplatz ein. Verstärkt diese Koordinaten. Speer, achten auf einen Gegenangriff. Alter Schwede, ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen. What the fuck? 9er Killstreak. Und wir haben trotzdem verloren. Scheiße. Wir haben trotzdem verloren. Ja. Scheiße. So leicht. Oh, guck mal, ich bin Vierter. Ich bin Vierter. Da, da, da links, ganz links bin ich. Ich bin Vierter. Alter Schwede, ey, das war gerade heftig. Und dann nur 325 Credits. Ja, die Rückrunde kommt mal. Machen wir noch mit dabei zu. Ich muss mal langsam meine Seite umschlagen, wo ich immer aufschreibe. Aber das hat gerade Spaß gemacht, muss ich sagen. Also AT-ST lohnt sich. Ich habe gerade so viel Fun mit dem Spiel, ey, das ist so unglaublich. Zelle in Mos Eisley erfahren. Wir müssen die Sturmtruppen aufhalten, bis evakuiert werden kann. Wir werden niemanden zurücklassen. Beschäftigt den Feind am Schrottplatz und der Kantina. Und denkt bitte an die Zivilisten. Die kämpfen vor ihrer Haustür. Wir halten zusammen! Gemeinsam sind wir stark! Gemeinsam sind wir stark! Ich kann einfach mal den ganzen Leuten hinterher. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Fahr da oben. Ich stürm die Unter mir. Unter mir. Überall. Ist da jemand? Wir verlieren den Schrottplatz. Kommt der denn hier? Ach scheiße, Kampfläufer. Ich geh nicht mehr raus. Sie haben den Schrottplatz fast erobert. Wir müssen ihn sofort wieder einnehmen. Ah, Granate. Sind so viele Eingänge, ey. Der Schrottplatz ist frei.
Asteroidgebiet. Sammeln in der Casino. Da steht er in der Ecke. Geplünderter AT-RT, das ist der aus Clone Wars. Okay. Läuft. Warum kann ich denn das Ding nicht reparieren? Weil das Fahrzeug volle Gesundheit hat. Scheiße. Und wir dürfen nicht mehr viel Boden verlieren. Verschanzt euch am Auktionshaus und im Bazar. Bereitet unsere Verteidigung vor. Gut. Wir probieren es nochmal. Das Ding ist schon geil, weil es auch sehr wendig ist. Problem ist, dass man eben offen drauf. Er ist schon wieder unsichtbar. Geil, ich spawn direkt vor dem Ding. Ey, das läuft doch richtig gut. Wir lassen das mal. Also der Spawnpunkt war gerade richtig scheiße. Geil. Aber. Jawohl. Alter. Ja, der macht das natürlich mit dem AT-ST, was ich letzte Folge gemacht habe. Ich bin wieder da. Ja, wir müssen ein bisschen mehr Objective spielen, sorry, aber. Scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich auf den. Läuft. Dieses. Mögen wir die Macht mit uns sein. Okay.
Der Feind hat Angst. Nicht identifizierter Verbündeter im Einsatzgebiet. Scheiße. Ah, Mann. Wir müssen mittlerweile für den einiges an Lootboxen haben. Greift rasch an, bevor sie sich nicht mehr aufhalten lassen. Yoda! What the fuck? Alter! Später kann ich mir. Warte mal, wollen wir mal ein bisschen versuchen zu fliegen? Auktionshaus vom Imperium abgeriegelt. Verteidigt stattdessen den Basar. Was? Wir lassen das auch mal mit dem Fliegen. 40 Leute, ein Punkt. Ein Point haben wir noch. Und 40 Kills. 40 Leben hat der Gegner noch. Problem ist, du kommst hier kaum über die Straße. Und wirst... Feinde nehmen den Basar ein. Da rennt aber auch noch Palpatine rum. Ich bin bereit. Ah, wir haben Yoda und. So, er ist mal nicht mehr im AT-ST. Was ist da denn los? Aber wenigstens haben wir gerade Kylo Ren getötet. What the fuck? Wir haben nicht viel Zeit, um den Basar zurückzuerobern. Nur ein Versuch. Richtige Geschütze ein! Wir können sie nicht länger aufhalten. Wir ziehen uns zu den Docks zurück. Okay. Unsere U-Flügler treffen letzte Startvorbereitungen, aber sie brauchen noch Zeit. Fangt die Sturmtruppen ab, bevor die Sprengsätze an den Schiffen attackieren können. Was schießt denn die denn jedes Mal? Elite-Agent der Rebellen im Einsatzgebiet. Maximaler Trollfaktor. Möge die Macht mit uns sein! Wir können gewinnen! Glaube ich eigentlich. Wachgeschütze! Geschütze in Position! Alter, wie viel Gegner sind denn da draußen? Wie viel? Ich habe da auch wieder nicht gesehen, dass es ein Gegner ist. Leider.
Das ist manchmal sehr unübersichtlich. Entschärfen den Detonator. Das müsste reichen. 9 Assists, ey. What the fuck? Möge die Macht mit uns sein! U-Flügler zur Sprengung verdrahtet. Ja, wenn wir die Punkte schon haben, wir werden es eh verlieren. Wir haben es verloren. Die Transporter wurden zerstört und Mos Eisley eingekesselt. Wir werden in die Wüste fliehen und um unser Leben rennen. Ja, mein Lieben. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.